Herzlich willkommen zu unserer DVD Siegen gegen Sizilianisch. Und genau das ist natürlich eine spannende Frage. Was soll ich heutzutage als E4-Spieler gegen Sizilianisch machen, wenn ich nicht gerade Zeit habe, mich Wochen, Monate lang mit dem Studium von Neidorf-Variante, von Drachen-Variante, von Scheveninger, Taimanov und so weiter intensiv zu beschäftigen und das wohlgemerkt, selbst wenn ich es akribisch und fleißig gemacht habe, ohne besonderen Anspruch auf echten Vorteil, zumindest wenn der andere auch gut vorbereitet ist. Was für ein System soll ich wählen? Mit der Frage war ich auch immer wieder konfrontiert. Eine Zeit lang waren es ja die Systeme gegen Sizilianisch mit Läufer B5, die das recht gut geleistet haben und den Schwarzen schon unter Druck gesetzt haben, ohne dass man jetzt extrem viel Theorie pauken musste. Aber heutzutage sind die auch recht ausgelutscht. Die Schwarzen kennen viele gute Wege dagegen. Jeder ist perfekt darauf vorbereitet. Ja, was ist zu tun? Nach langen Recherchen und nachdem ich viele Systeme verworfen hatte, weil ich den Eindruck hatte, dass sie dem Weißen, wenn der Schwarze einigermaßen vorbereitet ist, wirklich gar keine Aussicht auf Vorteil versprechen oder sogar strategisch eher minderwertig sind, stieß ich auf die Python. Ja, warum heißt das System Python? Naja, wir werden sehen, dass eine der Grundideen ist, einen zunächst zwar scheinbar harmlosen, zurückhaltenden Aufbau hier zu wählen, aber wenn der Schwarze nicht gut darauf eingestellt ist, wenn er die Stellungen nicht gut versteht, dass er ganz allmählich und unmerklich wie von einer Riesenschlange hier erstickt, erwürgt, umzingelt wird. Und zudem werden wir sehen, dass die typische Bauernstruktur mit ein wenig Fantasie kann man sich als eine sich aufrichtende Riesenschlange vorstellen. Ja, ich hatte schon früher, vor einige Jahre davor, mal einen Flirt mit dieser Zugfolge. Allerdings hatte ich damals nach Springer C6 F4, das charakterisiert nämlich die Grundaufstellung der Python, und in den allermeisten Fällen spielen die Schwarzen hier Gustav 6. Nach Springer Friedrich 3, Läufer Gustav 7, hatte ich hier das Fianchetto des weißen Königsläufers gespielt und damit auch einige gute Partien gewonnen. Also auch das wäre eigentlich eine sehr spannende Variante, hat aber in dieser Zugfolge einen großen Nachteil, dass der Schwarze hier sehr gut D5 spielen kann. Und hier habe ich bis heute, nachdem ich eine schmerzliche Niederlage mit erlitten hatte, keinen Weg gefunden, auch nur ungefähr einen Ausgleich mit Weiß zu erhalten. Danach habe ich etwas frustriert das Studium dieser Variante eingestellt. Aber dann stieß ich irgendwann auf die Partie, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Und das war eigentlich mein Ausgangspunkt, um mich mit dieser Python in dieser Form ausführlicher zu beschäftigen. Das war eine Partie vom Engländer Luke McShane mit Weiß gegen den sehr starken bulgarischen Großmeister Ivan Tscheparinov. Ja, und McShane spielte hier Läufer Emil 2 und genau diese Formation ist auch das Thema der vorliegenden DVD. Tscheparinov spielte Dora 6, Weiß rochiert und Springer Friedrich 6. Also Schwarz wählt hier eine völlig natürliche sizilianische Aufstellung. Und McShane wählt jetzt hier einen sehr direkten, aggressiven Angriffsplan, der absolut hier von Erfolg gekrönt wird, von einem dramatischen Erfolg sogar. Allerdings im Theorieteil werden wir sehen, dass objektiv gesehen halte ich eine zentrale Aufstellung mit den Zügen Cäsar 3 und Läufer Emil 3 vielleicht für noch nachhaltiger. Aber schauen wir uns einfach die Partie an, die mich inspiriert hat und ich hoffe, dass sie genauso begeistern wird, wie es bei mir der Fall war. McShane spielt jetzt sofort Dame Emil 1 und nach kurzer Rochade Dame Heinrich 4. Also Weiß macht hier aus seinen aggressiven Absichten nicht den allergeringsten Hehl. Die Frage ist, wie soll der Schwarze hier reagieren? Allerdings, wenn der Schwarze jetzt hier korrekt darauf reagiert, dann glaube ich nicht, dass der Weiße wirklich Aussichten hat, einen nachhaltigen Angriff zu entfesseln. Aber trotz allem werde ich auch im Theorieteil auch dazu ein paar Ideen präsentieren, denn zumindest als absolute Überraschungswaffe oder auch im Blitzenschnellschach kann das natürlich trotzdem sehr wirksam sein. Ja, Tscheparinov spielte hier einen sehr aktiven Zug, den Bauern nach Cäsar 4, was unter anderem auch die Diagonale auf den weißen König öffnet. Deswegen reagiert
McShane hier mit dem prophylaktischen Zug König Heinrich I. Schwarz tauscht auf D3, hat ein wenig die Stellung geöffnet und entwickelt den Läufer nach Gustav 4. Also Schwarz ist voll entwickelt. Man könnte auf den ersten Blick denken, die Welt für ihn ist in bester Ordnung. Allerdings hat dieses Manöver jetzt dem Weißen hier wieder das Springerfeld auf C3 freigegeben. Tscheperinow beseitigt jetzt diesen Springer, der in manchen Fällen jetzt natürlich im richtigen Moment nach G5 gehen könnte. Er tauscht also sofort seinen Läufer ab auf Friedrich 3. Weiß schlägt zurück und Schwarz zieht die Dame nach Bertha 6. Und jetzt kommt eben ein Zug, der mich auch total begeistert. Ein ganz wichtiges Manöver, das jeder holländische Spieler, zumindest was den klassischen Holländer betrifft, natürlich in seinem Repertoire hat. Und das hier immer wieder auch in unserer Python, werden Sie sehen, eine wichtige Rolle spielt, um die weiße Stellung hier mit Energie aufzuladen. Es folgt der Läuferzug nach Dora 1. So unscheinbar das ist, ist es ein wunderbarer Mehrzweckzug, der zum einen den Läufer hier gegen den schwarzen König aktiviert, den Vorstoß des F-Bauern mit Energie auflädt und in vielen Fällen auch noch den Schwenk des Turms über F3 nach H3 ermöglicht. Also ein großartiger Zug, der dazu führt, dass innerhalb weniger Züge die scheinbar so solide schwarze Stellung völlig kollabiert. Tscheperinow reagierte mit dem Angriff auf den Bauern nach Dora 3. Und McShane spielt einen Zug, den er sowieso sicher sehr gerne gemacht hat. Er schützt seinen Bauern und bereitet gleichzeitig den Schwenk seines Turms gegen den schwarzen König vor. Es folgt schon eine erste Evakuierungsmaßnahme, schafft Platz für den König auf F8. Turm Heinrich 3. Und das Lustige ist, dass dem Schwarzen hier überhaupt nicht gelingt, irgendwann nur den Ansatz eines vernünftigen Gegenspiels zu entwickeln. Wahrscheinlich ist ja auch bei bestem Spiel schon die schwarze Stellung sehr schlecht. Er spielt das prophylaktische H5 und natürlich kommt jetzt für alle holländische Spieler mit vertauschten Farben als holländische Lanze bekannt, der Bauernzug nach F5. Und schon öffnet auch gleichzeitig hier die Diagonale des anderen Läufers. Und schon ist die schwarze Stellung unter extremem Druck. Es kam Springer E5, Läufer Gustav 5. Ja, jetzt egal wie er es dreht und wendet, also zum Beispiel, wenn er einen Zug wie Turm C7 spielen würde, kommt natürlich auch Läufer Bertha 3. Und dieser Druck auf die schwarze Königsstellung ist bereits übermächtig. Es folgt ein weiterer prophylaktischer Zug, der König nach Friedrich 8. Weiß schlägt mit dem Bauern auf G6, alles einfach und geradlinig. Würde jetzt der Springer zurücknehmen, dann kommt einfach Dame Gustav 3. Und hier in Anbetracht der Schwäche von H5 ist die schwarze Stellung unhaltbar geworden. Deswegen schlug Tscheperinow mit dem Bauern zurück. Es folgt Läufer Bertha 3. Sehen Sie, was für eine wunderbare Karriere hier unser Python-Läufer gemacht hat. Es folgte noch Springer Dora 3. Aber nach dem einfachen Rückzug des Turms nach Friedrich 3 gab Tscheperinow bereits auf im 20. Zug. Und tatsächlich hier der Druck gegen F6 ist jetzt hier absolut unparierbar geworden als eine Beispielvariante. Wenn Schwarz zum Beispiel Springer E5 ziehen sollte, Läufer schlägt F6, Läufer schlägt F6, Turm schlägt F6, E schlägt F6, Dame schlägt F6, Schach, König E8 und ein einfacher Zug wie Springer Dora 5 und die schwarze Stellung bricht völlig zusammen. Schwarz wird in wenigen Zügen schachmatt gesetzt. Nachdem ich diese Partie gesehen hatte, wuchs meine Leidenschaft für die Python und was mich vor allem faszinierte war, dass es hier praktisch keinerlei etablierte Theorie gibt. Also man begibt sich in vielen Fällen auf absolutes Neuland und auch meine ersten eigenen Versuche damit gegen starke Gegnerschaft waren von beträchtlichem Erfolg gekrönt. Allerdings muss man dazu sagen, so wie bei im Grunde allen Eröffnungen ist natürlich, wirkt es besonders stark, wenn es als Überraschungswaffe kommt, also wenn der Gegner nicht perfekt darauf vorbereitet ist. Aber ich glaube, das System ist auch nachhaltig genug, dass Sie es auch als regelmäßige Hauptwaffe einsetzen könnten. Aber wie gesagt, wenn es Ihnen gelingt, auch zwischendurch andere Sachen zu spielen und dadurch die gegnerische Vorbereitung zu erschweren, dann wird die Python natürlich noch nachhaltiger sein. Schauen wir uns im nächsten Video
die grundlegenden Zugfolgen bzw. die typischen Aufstellungen an, die das Schwarze einnehmen kann.